Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge OMSI hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir wollen uns heute mal das neue Update anschauen, welches jetzt hier erschienen ist von der Karte Projekte Potsdam. Ihr wisst, wir hatten ja in den letzten Folgen mal, ich glaube Folge 100 war das sogar gewesen, hatten wir uns ja die Berlin X10 Erweiterung angeschickt. Das ist auch gut angeschaut natürlich. Und mussten ja sagen, dass das extremst gut aussah. Wir hatten das Ganze ja im Bild ja aufgenommen gehabt. Also ich bin ja da extra noch mit meinem Auto die Route abgefahren und habe das Ganze noch gefilmt. Und heute machen wir das mal ganz so ohne. Wir genießen das Bild einfach mal so, denn seit dem letzten Video bis heute ist einiges passiert. Und da wollen wir mal reingucken, ob das Ganze stimmt. Wir werden hier einfach wieder heute nur so zwecks Probefahrt machen. Also das ist jetzt ohne jetzt hier irgendwelche Fahrpläne oder sonstiges. Also heute relativ chillig hier einfach mal ein bisschen OMSI fahren, um uns mal die neue Karte anzuschauen. Vielleicht fällt euch was auf, dann schreibt es in die Kommentare. Sowas hilft unglaublich, weil manchmal sehe ich was nicht, ja, aber ihr habt das zum Beispiel gesehen. Denn, wie gesagt, nutzt dazu die Kommentarfunktion mit Projekt Potsdam, der sich das Video auf jeden Fall angucken wird. Dementsprechend natürlich hier auch das Ganze, ja, beseitigen kann, beheben kann die Fehler. Also von daher wäre das schon eine coole Sache, wenn ihr das Ganze natürlich dann macht, ne? Und natürlich könnt ihr aber auch auf sämtlichen Plattformen bei uns vorbeischauen, auf Discord, schreibt es in eine E-Mail oder sonst irgendwas, falls euch da was aufgefallen ist, falls ihr hier nicht in die Kommentare posten möchtet oder sonstiges. Ich würde sagen, wir springen mal rein, starten den ganzen Bus und dann lassen wir uns mal überraschen, was uns hier heute erwartet. Boom, boom. Ich muss meinen OMSI neu installieren. Ich will nicht, aber irgendwas ist mit meinem OMSI nicht mehr in Ordnung. Das ist, ja, was willst du machen? Was willst du machen? Wenn nichts mehr funktioniert, funktioniert nichts mehr. Das ist dann halt so, dass Busse gar nicht mehr richtig geladen werden oder dass zum Beispiel ja, Strecken teilweise manchmal einfach nicht wollen, so wie sie wollen. Ja, das finde ich persönlich halt super, super ärgerlich, super nervend halt auch. Und ich weiß auf jeden Fall, so solche Videos, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier das mit Projekt Potsdam oder sowas, die würde es dann, ich denke mal, in der nächsten Zeit nicht mehr geben, weil es ist einfach unglaublich viel Content, den diese Strecke hier benötigt und auch manche andere Strecken zum Beispiel benötigen. Von daher wird es wahrscheinlich, gehe ich wahrscheinlich wieder in Richtung Payware-Addons wieder zurück, dass wir uns halt großteils nur noch uns wieder auf Payware-Addons konzentrieren werden. Und ja, dementsprechend ist es natürlich ein bisschen mau, weil es gibt aktuell nicht so rund um Payware oder sowas, ne, dass man da jetzt irgendwie sagen könnte, so, naja, komm, da kommt ja noch genug raus oder sowas, ne, dann könnte man das ja Ganze verstehen. Aber leider, ja, gibt es da nichts so groß. So. Was ist los hier? Willst du nicht? Ja. So. Oh. Lassen wir noch mal kurz. So. Nee, oder? Das ist schon mal unschön. Okay, aber er lässt uns netterweise. Thank you. Ich habe heute auch mal die Sonne mal ein bisschen weggemacht, weil die war schon wieder hier. Und mit der Sonne ist einfach manchmal ein bisschen öde. Siehst du manchmal wirklich nichts. Muss auch dazu sagen, tatsächlich auch wieder Startschwierigkeiten gehabt mit dem Update. Ich habe einfach das Update ganz normal rübergespielt. Weiße Oberfläche. Fragt mich nicht warum. Im Endeffekt konnte mir der Discord-Support da jetzt auch nicht helfen, wieso, weshalb, warum, ne? Außer so diese Fragen halt, ja, hast du mal so Überprüfungstools oder sowas. Im Endeffekt hat die Lösung funktioniert, dass ich die Karte einfach mal deinstalliert hatte. Ach komm, ja, hier steckt ein hier. Ja, was soll's. Dass ich die alte Karte deinstalliert hatte und nochmal neu installiert, das hat dann funktioniert. Weiß ich nicht. Also ich habe irgendwie muss ich was ganz Fieses auf dem Rechner haben. Also ganz ehrlich, also den Rechner neu installieren. Boah.
Ja, ich weiß, danach läuft einfach nichts mehr so, wie es laufen soll. Ja, das ist das Problem. Ich habe auch extra den 4-Gigabyte-Patch nochmal installiert, ja. Wie gesagt, in dem Update sind viele, viele Sachen verbessert worden. Also großteils kann man eigentlich sagen, dass die KI verbessert worden ist. Wir hatten ja im letzten Part ja noch so einiges gesehen gehabt, dass die KI sich ein bisschen komisch verhalten hat. Dann habe ich einen Teil ausgeschnitten gehabt. Also das war gar nicht im Video drin gewesen. Aber ich kann mich daran erinnern, da hat sich ein LKW die ganze Zeit gedreht gehabt. Und wenn du natürlich mit Kollision fährst, ja, dann ist natürlich die Kollision natürlich schon vorprogrammiert, ja, weil der trifft dich. Das ist so richtig schön mittig in der Straße und drehte sich denn. Ich bin mal gespannt, ob die unsichtbare Wand weg ist. Das war ja auch nochmal so sowas, was mir aufgefallen ist. Und wir sehen da zum Beispiel, oh, Entschuldigung, falls ich jetzt zu laut und gesagt haben sollte. Wir sehen hier zum Beispiel, der Bahnhof Teltow wurde hier neu gemacht. Also das sieht hier schon ganz, ganz anders aus. Das sieht viel, viel besser aus. Ich hatte das ja in der letzten Folge noch so ein bisschen bemängelt gehabt, dass das Ganze noch so nicht so hundertprozentig schön aussieht. Aber jetzt sieht es cool aus. Wundervolle Arbeit. Das sieht schon deutlich, deutlich besser aus. Hier auch schön, ne? Mit diesen ganzen, mit den Beschmierungen hier dran. Das ist cool gemacht hier. Schön. Jetzt hat man hier auch so ein richtig, ach, guck mal hier, so sogar hier richtig mit Fahrradständer Platz, ja. Geil. Hier Teltow, Stromkasten, hier Stromhäuschen. Ja, mal sonst so die Straßen hier so ein bisschen. Ja, ich habe irgendwie die Spandauer KI drin. Ich habe aber vergessen, dass da ja, dieses Harlequin-Menschenpaket damit drin ist. Deswegen laufen wir jetzt hier ein bisschen andere Menschen rum. Zäune. Er macht das Ganze auch im Livestream, also falls ihr da immer mal vorbeischaut, schaut da am besten mal auf dem Discord vorbei. Oh, hier ist ein Fehler. Hier haben wir einen Fehler. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich meine, kann man wahrscheinlich nicht anders machen. Gehe ich mal stark davon aus. Ja. Aber das sieht hier ein bisschen eigenartig aus, wenn wir uns hier den Radweg hier angucken. Nee, das haut so nicht hin. Das Ganze ist übrigens noch Work in Progress, ist natürlich noch nicht final, ne? Also da wird noch ordentlich dran getüftelt, ja, bis das Ganze fertig ist. Ich glaube, es geht aktuell auch nur bis... Bis wohin geht's eigentlich? Oh, da muss ich jetzt fast passen. Aber ich glaube, wie beim letzten Mal eigentlich, da hat sich eigentlich nichts verändert. Hier, schön Aldi hier. Das sieht auch aus, als ob das richtige Aldi ist. Achso, stimmt. Ich habe ja Fahrgast drin. Habe ich ja vergessen, dass ich ja Fahrgast drin habe. Ach Gott. Also ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich nett gemacht, das Ganze. Hallo. Hier mit... Der 601. Ich werde mal fragen, vielleicht kann er mir mal so ein All-in-One-Paket einfach mal zusammenstellen, wo alles drin ist. Dann kann ich euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Aber mein Omsi muss ich leider neu installieren. Das kann so nicht mehr weitergehen. Das ist so zugemüllt. Ihr kennt das mittlerweile selbst. Viele Addons zum Beispiel teilweise nutze ich gar nicht mehr. Oder auch diese Freeware-Karten. Ja. Das macht denn keinen Sinn. Also die Ladezeit manchmal, die sind so übelst lang. Aber die 601 ist schon schade, wenn ich sie nicht mehr fahren könnte. Der Zaun ist leider überdimensional riesig. Also so sieht der Zaun leider nie im Leben aus. Nur mal so am Rande. Ja, wenn wir uns jetzt den Zaun mal hier angucken, der ist viel, viel zu groß. Der müsste deutlich, deutlich niedriger sein. Ich meine, das ist jetzt ein Meckern auf höchstem Niveau. Okay, aber dass dieser Zaun hier zum Beispiel höher ist als das Auto, das glaube ich nicht. Deswegen, also der Zaun, der ist um die Hälfte kleiner, ne? Also das sieht man halt auch. Nur mal so als kleinen Tipp. Ja, der Klugscheißer Bio wieder hier, verstehst du? Jammert da über so einen hässlichen Zaun rum, natürlich. Wenn das Ding, das ist ja nicht meckern, das ist halt Kritik äußern. Ist erlaubt, ja.
Und wenn man somit hilft, dass eine Karte wundervoll wird, dann ist mir das eigentlich ziemlich recht, wenn ich hier so ein bisschen Kritik äußere. Ne? Also nicht persönlich nehmen oder sowas, wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen bemängel, um Gottes Willen, bloß nicht. Das sind halt einfach nur so Sachen, so, das könnte man eventuell noch verbessern. Stört mich jetzt persönlich aber jetzt nicht so massiv, nur ich sehe es halt im Augenwinkel und das ist dann halt, ne, man könnte es verbessern, ne? Wenn das jetzt so KI-Sachen sind oder sowas, wo man sagen kann, das könnte man nicht verbessern, ja, dann gibt es nicht. Seit wann ist denn hier eine Ampel? Also KI fährt immer noch, wie sie will, alles klar. Aber hier, die Ampel ist neu. Das meine ich, das ist großartig. Diese Karte, wenn die irgendwann fertig ist, ist das ein komplett anderes Feeling als die Standard 601. So, hier vorne hatten wir die unsichtbare Wand gehabt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich weiß gerade, nee, gar nicht, da könnt ihr euch, das habe ich auch rausgeschnitten. Stimmt, das hatte ich auch rausgeschnitten gehabt. Ich hatte nur erzählt gehabt, dass da eine unsichtbare Wand ist. So, dann drücken wir mal die Daumen. Wenn wir jetzt hier einfach geradezu weiterfahren. Ja, sie ist weg. Keine unsichtbare Wand mehr. Hier ist Rewe. Auch schön hier mit diesem Häuserblock hier drin, so, ne? Man stellt sich Teltow so absolut nicht vor, oder? So, da kommen wir da, unser Netto. Aber es ist cool, dass er auch diesen Fehler gefunden hat. Also es spricht auf jeden Fall viel, ja, für Projekt Potsdam. Die machen hier wirklich fantastische Arbeit. Achso, was ich sagen wollte, wie gesagt, ihr könnt natürlich auf den Discord dort gehen. Dort habt ihr dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, euch die Beta natürlich runterzuladen und selbst natürlich zu testen. Achtung, das Paket ist riesig. Ich glaube, irgendwas mit 9 GB oder sowas. Und installiert sind es dann auch nochmal fast das Doppelte. Also das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, dann könnt ihr das Ganze natürlich selbst testen. Das ist eine coole Sache. Und natürlich halt Kritik äußern, nicht beleidigen oder sowas. Aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel das Projekt unterstützen, indem ihr zum Beispiel helft mit Bildern, mit Sachen wie zum Beispiel irgendwas modden, scripten vielleicht oder sowas. Ne? Da habt ihr dann die Möglichkeit, da euch da mal zu melden. Und ja, Hilfe ist natürlich immer erwünscht. Ne? Und selbstverständlich werdet ihr auch immer dort informiert, dass wenn da mal so ein Livestream zum Beispiel stattfindet, dann könnt ihr da gerne im Livestream mit dabei sein. Er hat jetzt, wie ich es jetzt verstanden habe, jetzt in der E-Mail jetzt angesagt gehabt, dass er jetzt seine Streaming-Zeit jetzt verändert, irgendwie jetzt nur aufs Wochenende oder sowas. Also falls ihr mal am Wochenende nichts zu tun haben solltet, dann schaut doch mal gerne bei Projekt Potsdam vorbei. Nur mal so ein bisschen Werbung machen, ne? Das wäre schon ein schönes Ding, ne? Omsi natürlich könnt ihr hier kaufen, günstig. Wir machen gerne ein bisschen Werbung, auch sämtliche DLCs, die waren jetzt letzte Woche im Angebot gewesen. Erstmal an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass halt so viele das Angebot wahrgenommen haben. Ja, das ist eine klasse Sache, wir sehen das ja. Wir haben ja so ein bisschen Kontrolle darüber, ne? Und das Ganze, was wir da irgendwie so einnehmen, ne? Also die Cents da, die dazu zusammenkommen, das nutzen wir alles für Gewinnspiele oder sowas, ne? Dass wir dann zukünftig, wenn wir Gewinnspiele machen, zum Beispiel daraus aus diesem Pot einfach das Geld nehmen können und dann bei Gamesplanet natürlich dann günstig einkaufen können, um natürlich das Ganze dementsprechend im, ja, so Stile Gewinnspiel benutzen können halt, ne? Das fällt halt immer schwer, so mal aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Wir haben es natürlich gemacht teilweise, aber damit wird es ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter halt, ne? Und man kann natürlich auch ein bisschen mehr zum Beispiel, ne? Also statt einmal Omsi könnte man dann schon wieder an der Stelle zweimal Omsi machen und so weiter und so fort. Also nicht, dass ihr denkt, dass das Ganze jetzt in meinen Mercedes jetzt wandert oder sowas. Natürlich nicht. Ich habe einen alten Opel Corsa von 2001, also da muss ich kein Geld mehr reinstecken. Ah. Hier ist natürlich recht unspektakulär, das ist aber auch bei der normalen Fahrt gewesen, dass man jetzt, war jetzt hier, ja,
Das könnte auch sonst wo sein. Ja. Von daher, auch das hat er eigentlich relativ gut eingefangen. Das, was so die interessanten Punkte, ne, das sieht man auch wirklich, dass es der interessante Punkt ist. Und so uninteressante, wie jetzt zum Beispiel hier, Bürgertreff, ist jetzt natürlich nicht so spektakulär. Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Was ist das hier? Steakhouse ist hier? Ah, okay. Das muss ich irgendwie übersehen haben. Das steht ja hier mitten auf dem Platz hier. So, wir müssen natürlich nach rechts. Richtung Berlin-Steglitz. Und natürlich, wie gesagt, Kritik oder so auch hier gerne in die Kommentare, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. Ah, schöner Kaffee. Ja, in der letzten Woche war auch ein bisschen, wundert euch nicht über das Datum, ich habe was getestet bei einer anderen Sache. Aber da hat sich nichts verändert, deswegen steht da der 24.12. Ist natürlich nicht der 24.12. heute. Nein, was wollte ich sagen? Also letzte Woche war ein bisschen unregelmäßig gewesen, so die Folgen. Das ist echt, wenn ich es am Wochenende nicht schaffe, irgendwelche Folgen aufzunehmen, das spüre ich, das kriege ich richtig bitter mit. Manchmal hast du echt keine Zeit, dann immer irgendwie aufzunehmen innerhalb der Woche. Ja, oder schaffst vielleicht so mit Ach und Krach so eine Folge. Das ist mir persönlich aber immer zu doof, denn ich hätte gerne mal so einen kleinen Puffer. So, weißt du, dass du dann so sagen kannst, okay, ja, dann musst du halt innerhalb der nächsten 2-3 Tagen wieder am Computer ran oder sowas. Ne? Da kannst du dir das halt praktisch so. Ich weiß immer nicht, wie der Tag dann immer so aussieht. Aber das ist dann halt immer extremst anstrengend. Hier muss ich sagen, guck mal, da die Textur, die ist ein bisschen schief, die ist ein bisschen verrutscht oder sowas. Sieht aber nach einem Originalschild aus auf jeden Fall. So ein bisschen eingedellt, ne? Oh, wenn es die Linie und die Strecke, vielleicht mache ich das sogar. Oh, in Zusammenarbeit mit Projekt Potsdam baue ich die Linie 601 für Lotus. Das wäre doch geil. Das wäre aber wirklich mal eine Überlegung wert. Meine Linie 284 ist weg. Die hat sich jemand gekrallt und baut aber auf der Karte nicht. Großartig. Lieb ich sowas, ja. Hauptsache erstmal geiern, verstehst du? Und erstmal alles wieder sich an sich reißen und dann aber damit sowieso nichts machen. Da liebe ich komplett sowas, ja. Dann mache ich die Linie 601. Das wäre doch eigentlich eine relativ geile Idee. Da muss ich mal mit Projekt Potsdam mal drüber sprechen. So, ich weiß zwar nicht, ob er jetzt Lotus besitzt, aber es ist ja halt möglich, dass man ja zum Beispiel die Objekte, die man ja für OMSI gebaut hat, ja auch in Lotus benutzen kann, wenn man sie halt umkonvertiert. Das haben wir ja auch schon gemacht. Das funktioniert auch. Entschuldigung, wir haben die Vorfahrt genommen. Sei mir nicht böse. So. Genau, hier geht's nach Zehlendorf. Bleibst du stehen? So, und hier war der LKW gewesen, der sich die ganze Zeit gedreht hatte. Der ist auch weg. Performance allgemein wurde auch verbessert, ne? Also man merkt halt, er lädt halt deutlich weniger nach. Es wurden 2 Payware-Addons meiner Meinung nach entfernt. Die sind nicht mehr vonnöten. Ich weiß gar nicht mal, was es war. Muss ich passen. Aber notfalls lest ihr das Ganze auch in den Patchnotes. Vielleicht packe ich euch das hier unten in der Videobeschreibung einfach rein. Dann habt ihr die Patchnotes und den Link zum Discord, falls ihr da Bock drauf habt, da gerne mal selbst mal vorbeizuschauen. Das wäre eigentlich eine gute Idee, eine gute Methode. Ja, was wollte ich sagen? Ja, dass man das irgendwie miteinander kombiniert, so das Projekt. Wie gesagt, müsste man natürlich gucken. Hat er Lotus zum Beispiel? Wenn nicht, dann müsste ich mich ans Bauen machen. Weil die Objekte, wie gesagt, die wären da. Interessant, interessant. Baue ich die erste Buslinie? Spaß machen wird es auf jeden Fall.
So, hier haben wir den Hafen. Ne? Sehen wir ja hier. Das hat er echt cool gemacht, ey. Guckt euch das an. Sieht spitze aus. Ich fand, das war nämlich letztes Mal ein bisschen, hat man relativ schlecht gesehen, so aus dem Fenster raus, so, wenn du jetzt als Busfahrer unterwegs warst. Jetzt sieht das echt gut aus. Also, die Schandtat von Telto ist auch ordentlich zu sehen jetzt. Komm, wir fahren nach Telto mit unserem Schiffchen. Yay! Also Performance merke ich persönlich auch, die ist super geworden. Also deutlich, deutlich flüssiger als noch beim letzten Mal, wo wir hier lang gefahren sind. Uiuiui. Was stimmt da mit der Straße nicht da? Müsste vielleicht dann noch mal ein bisschen ansetzen oder zumindest ein Schild hinstellen, dass die Straße da absackt. So, hier haben wir, wie gesagt, Möbel Boss hier so, ne? Das ist. Ich finde das so klasse. Hätte ich jetzt nicht den Crash-Modus an, da würde ich ja echt gerne mal so über das Dings rüberfahren wollen. Über Real hier. Ey, das sieht. Das ist wirklich. Hier fahre ich immer rauf, ja. Und wir versuchen immer hier vorne mal irgendwo zu parken. So, damit wir hier mal gleich erstmal zu Spielemax rein können, wegen Töchterle und so, ne? Und dann. Ja, geht's da hinten, da hast du dann noch Rossmann und alles sowas. Hier hinten hast du dann noch Rossmann. Aber man muss auch dazu sagen, es ist top aktuell. Teddy ist noch nicht lange drin. Also Teddy gibt es noch nicht so lange dort. Hier hinten hast du Rossmann. Ja, hier unsere Postbank. Hier hast du Kick. Dann hast du jetzt hier Teddy. Autozubehör sagt mir leider bloß nichts hier. Achso, das ist von Real. Ah. So, dann hast du hier Medimax, diese Halsabschneider, die sind übelst teuer, wirklich. Den Getränkemarkt, genau. Und dann hast du hier, genau, den Eingang von Real. Und da drinnen kannst du nicht essen, das ist voll widerlich. Und hier ist ein Chinese, also kein Dönerladen, ein Chinese ist da drinnen. Also so geil ist der jetzt auch nicht, der haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Hier auf der linken Seite hast du eigentlich gar nichts. Obwohl, sie bauen jetzt hier ein Lidl hin. Das müsste da jetzt auch nochmal updaten. Ich weiß gar nicht mal, auf welche Höhe. Irgendwo jetzt hier links bauen die ein Lidl. Ich weiß nicht, ob er da schon dabei ist. Ob er das schon drin hat. Da kommt eine Baustelle auf jeden Fall. Das kann sein, dass das da ist. Ach, er macht sogar schon. Ah, pfiffig, pfiffig der Junge. Genau. Hier kommt nämlich ein Lidl hin. Er ist verdammt schnell. Also, er ist absolut modern unterwegs hier. Letztes Mal erst gesehen, wo wir wieder da waren. Da freut sich Frau so. Ah, da kommt ein Lidl. Ah, schön. So. Hier der Ikea-Verschnitt hier. Wie sind die Malmö, Mömö, Mömox? Keine Ahnung. So. Textilpflege. Hier ein riesen Parkplatz, genau. Dann hast du hier wieder. Bist hier wieder bei Baby Warden und ATU. Muss leider mal gucken, ob er mittlerweile schon ein Bild bekommen hat. Von Baby Warden. Nee, hat er noch nicht. Schade. Ich versuche ja auch immer dran zu denken, wenn ich denn da bin, ein Bild zu machen.
Allerdings, das Problem dort, ich bin halt immer tagsüber da oder halt zu Öffnungszeiten, sprich, du hast halt immer Autos davor stehen. Das ist so ein bisschen so die kleine Schwierigkeit dort. Hier bricht gerade so ein bisschen die Framerate ein, ich weiß nicht warum. So, da kommen wir schon an unsere Endhaltestelle an. Vorerst. Und mein Fazit, ganz ehrlich, absolut klasse gemacht, wirklich. Freue mich auf dieses, wenn das Ding hier fertig ist. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan von X10. Ja, ein Riesenfan von X10. Deswegen empfehle ich das immer wieder. Das zählt mit unter meinen Top 3. Ja, so von OMSI. Ist X10 absoluter Pflichtkauf. Und wenn die Karte hier fertig wird, dann wird es wahrscheinlich keine andere Karte geben. Ja, also das. Ich hoffe ja irgendwann mal, wenn das Ganze hier fertig ist, dass Projekt Potsdam die Chance nutzt, eventuell, um noch mehr Linien hier zu zaubern, weil es gibt halt noch deutlich mehr Linien. Es gibt ja noch Starnsdorf zum Beispiel, was man irgendwie miteinander verknüpfen könnte oder so weiter und so fort. Wie gesagt, S-Bahn Potsdam, ich glaube, da ist die Endhaltestelle, versucht da auch wirklich hinzubauen. S-Bahn auf Wannsee wäre auch eine coole Sache. Also, ich bin voll dabei, ja, voll dabei. Also ich muss sagen, ich finde absolut klasse, was er bis hierhin geschafft hat. Das sieht großartig aus, die Performance deutlich verbessert. Alle Fehler, die ich in der letzten Folge bemängelt hatte, wurden behoben. Also da muss man sagen, ein schnellerer Support geht einfach nicht. Ja? Von daher, dadurch, dass das Ganze auch echt kostenlos ist, es kostet nichts. Ja? Es wird auch zukünftig nichts kosten. Es ist Freeware. Ja? Ist das absolut starkes Stück, wie viel Zeit, wie viel Liebe hier in diesem Projekt drin steckt. Muss man einfach mal hier so an der Stelle sagen. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare posten, ob euch jetzt, wie gesagt, irgendwas aufgefallen ist oder vielleicht auch mal irgendwie sowas über der Karte, ob sie euch gefallen hat oder was würdet ihr jetzt eventuell besser machen. Denn, wie gesagt, nutzt das in die Kommentarfunktion, schreibt es auf Discord oder so oder irgendwie, lasst uns da eine E-Mail zukommen. Und notfalls guckt in der Videobeschreibung. Ich, wie gesagt, falls ich nicht vergessen sollte, packe ich euch die Patchnotes und den Discord-Link unten noch in die rein. Da könnt ihr den gerne auf den Discord von Projekt Potsdam gehen und könnt euch, ja, mal Hallo sagen, könnt vielleicht Beschwerden oder sowas oder irgendwelche Hilfe anbieten oder natürlich euch auch die Beta selbst mal anschauen, ja, falls meine Videos hier vielleicht zu langweilig sind. Schade. Gut, ich verabschiede mich hier, bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich natürlich, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.